Pepperwoods-Geschichten. Lasst uns schwimmen! Peppa und Schorsch tun heute so, als wären sie schon erwachsen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wo sind meine Tasche und mein Hut? Wir müssen jetzt schnell zur Arbeit, Mama. Oh, und was wollt ihr denn einmal werden, wenn ihr groß seid? Dinosaurier! Schorsch will ein Dinosaurier werden. Ich denke, wenn ich groß bin, will ich Zahnärztin werden. Dann sorge ich dafür, dass wirklich alle schöne und gesunde Zähne haben. Oh. Interessant. Und sind alle meine Zähne auch gesund? Du hast aber ganz schön viele saubere Zähne, Mama. Oh. Hier ist dein Aufkleber, weil du so mutig warst. Vergiss nicht, die Zähne zu putzen. Wer ist der Nächste? Schorsch, du Witzbold. Dinosaurier gehen nicht zum Zahnarzt. Die gehen zu Dr. Hamster, dem Tierarzt. Aber du bekommst natürlich trotzdem einen Aufkleber. Ich denke, du wärst eine sehr gute Zahnärztin. Dinosaurier! Und du wärst ein ausgezeichneter Dinosaurier, Schorsch. Aber es würde mir auch total gefallen, eine tolle Busfahrerin zu werden. Dann könnte ich alle meine Freunde zum Park fahren. Fahrkarten bitte. Nächster Halt, der Park. Stopp! Du hast uns vergessen. Komm zurück! Als Busfahrerin musst du an jeder Bushaltestelle anhalten, Peppa. Ups, Entschuldigung. Du wärst sicher eine tolle Busfahrerin, Peppa. Aber ich will auch nicht nur Zahnärztin und Busfahrerin werden. Ich würde auch ganz gern Lehrerin werden. Oh. Dann bringe ich allen bei, wie man schön malt. Daraus wird ein Schmetterling, wenn ihr Handabdrücke verwendet. Und zwar so. Dinosaurier, geh nicht in die Schule, Schorsch. Du könntest ja eine Schule für Dinosaurier eröffnen. Aber wenn ich groß bin, will ich auch unbedingt in Schlammpfützen springen. Und Schorsch wird ein Dinosaurier sein. Es wird ihnen immer Spaß machen, in Schlammpfützen zu springen. Auch als Erwachsene. Oder als Dinosaurier. Heute haben Peppa und Schorsch beschlossen, sich Mama und Papa Wutz Erwachsenenkleidung anzuziehen. Oh Gott, was suchen diese zwei Erwachsenen in unserem Schlafzimmer? Ich bin nicht erwachsen. Ich bin Peppa und das ist Schorsch. Ihr seht beide sehr hübsch aus. Aber wieso tragt ihr unsere Sachen? Heute entscheiden wir selbst, was wir anziehen. Tja, ihr seht beide wirklich sehr erwachsen aus. Aber ich fürchte, unsere Klamotten sind etwas zu groß für euch. Ja, die sind etwas zu groß. Diese Klamotten sitzen viel besser. Peppa und Schorsch haben nun beschlossen, ihre eigenen Sachen zu tragen. So, achtet darauf, Anziehsachen auszuwählen, die zum Wetter passen. Heute ist es sehr sonnig und heiß. Oh. Ist das die passende Kleidung für einen heißen Tag? Nein. Sie sind etwas zu warm. Und ein bisschen zu schwer. Peppa und Schorsch haben nun passende Sommerkleidung an. Das ist viel besser. Ihr müsst aber auch Klamotten auswählen, die zu eurem Programm heute passen. Wir gehen zur Spielgruppe. Aber vorher wollen wir noch in Schlammpfützen rumspringen.
Pfützen. Oh je, Peppa und Schorsch tragen nicht die richtigen Schuhe, um in Schlammpfützen herumzuspringen. Denkst du nicht, ihr solltet besser Stiefel anziehen? Ich denke, wir sollten besser Stiefel anziehen. Sehr gute Idee. Sehr schön. Kann's losgehen? Sofort. Ich will nur noch schnell ein paar Sachen anprobieren. Bonjour, Kinder. Oh la la. Ihr seid heute hübsch angezogen, Peppa und Schorsch. Sie haben alles selbst ausgewählt. Das sieht man sofort. Und diese Stiefel. Um in Schlammpfützen herumzuspringen, muss man Stiefel tragen, Madame Gazelle. Natürlich. Peppa und Schorsch lieben es, in Schlammpfützen zu springen. Heute ist wohl mein Glückstag, denn ich habe meine Stiefel auch mit dabei. Jeder springt. Peppa Wutz Geschichten. Lasst uns springen! Ziemlich cool, oder Peppa? Papa, Schorsch braucht neue Schuhe, nicht du. Oh, ja. Heute kauft die Familie neue Schuhe für Schorsch. Hallo, Frau Mümmel. Wir brauchen neue Schuhe für Schorsch. Schorschs Schuhe sind schon sehr alt. Da habt ihr Glück. Im Schuhgeschäft sind viele Schuhe. Wir finden für Schorsch das perfekte Paar. Hurra! Zuerst müssen wir deine Füße abmessen. Bitte gib deinen Fuß in das Messgerät. Frau Mümmel misst deswegen Schorschs Füße ab, damit sie ihm Schuhe in seiner Größe zeigen kann. Deine Füße sind sehr klein. Ja klar, weil Schorsch ist ein Baby. Nein. Schorsch ist kein Baby. Folgt mir bitte. In diesem Bereich haben wir alle unsere sehr kleinen Schuhe. Welche Schuhe gefallen dir, Schorsch? Schuhe. Das hier sind Bowling-Schuhe. Schorsch geht liebend gern bowlen. Und er liebt Bowling-Schuhe. Sollen wir diese Schuhe für dich kaufen, Schorsch? Schuhe, Schuhe. Das sind Steppschuhe zum Stepptanzen. Die sind wahnsinnig laut. Wie bitte? Schorsch liebt es, großen Lärm zu machen. Vielleicht sogar zu laut. Schuhe. Das sind Clownschuhe. Schorsch liebt Clownschuhe. Die sind zu groß. Und Schorsch ist ja sehr klein. Schuhe. Schorsch probiert ganz viele Schuhe an. Stiefel? Sandalen? Und sogar alberne Schuhe. Aber das richtige Paar ist nicht dabei. Schuhe! Dinosaurier! Das sind Pantoffel, Schorsch. Das sind keine Schuhe. Schuhe! Die sind genau wie deine alten Schuhe. Schuhe! Schorsch möchte ein neues Paar Schuhe, das genauso ist wie seine alten Schuhe. Sehr gut. Wir nehmen die hier, Frau Mümmel. Frau Mümmel? Ich bin hier drunter! Schorsch liebt seine neuen Schuhe. Und er liebt auch das Schuhgeschäft. Alle lieben das Schuhgeschäft. Heute muss jeder in Peppas Spielgruppe eine Präsentation machen. Ho, ho, ho. Üb schön weiter, Peppa. Schon bald hast du den Dreh raus. Merci, Lucy. Du gibst deinen sehr schönen Seestern ab. So, jetzt ist Peppa dran. Ich bin der fabelhafte Mysterius. Und ich bin die fabelhafte Peppa-Us.
Und wir präsentieren euch heute Magie. Also ganz tolle Zaubertricks. Yeah! Fabelhafter Mysterius, reiche mir bitte meinen Zylinder. Den hast du auf, Peppa. Oh ja. Jetzt werde ich ein Spielzeugkaninchen aus dem Hut ziehen. Das Spielzeugkaninchen sitzt immer noch auf Peppas Kopf. Abracadabra. Simsalabim. Oh. Papa, wo ist denn das Spielzeugkaninchen? Oh, da ist es ja. Tada! Jetzt ist es Zeit für meinen nächsten Trick. Hätten Sie gerne ein paar Blumen, Madame Gazelle? Na klar, sehr gerne, Peppa. Für Ihren nächsten Trick zaubert Peppa Blumen herbei. Abracadabra, simsalabim! Abracadabra, simsalabim! Das kitzelt richtig. Versuch doch als nächstes den Zauberring-Trick, Peppa. Ich meine, fabelhafte Peppa aus. Gute Idee, Papa. Ich meine, fabelhafter Mysterius. Peppa wird die zwei Ringe durch Magie miteinander verketten. Abracadabra, simsalabim! Es ist schwer, die Ringe durch Magie miteinander zu verketten. Und führt zu Chaos. Ich glaube, ich bin keine gute Zauberin, Papa. Doch, bist du. Du bist die fabelhafte Peppa aus. Du schaffst das schon, Peppa. Okay, Papa. Abracadabra, simsalabim. Was für eine wunderbare Zaubershow. Gut gemacht, Peppa. Du bist eine richtige Zauberin. Danke sehr. Und für unseren letzten Trick lösen wir uns in Luft auf. Bis dann. Peppa liebt Zaubertricks. Jeder liebt Zaubertricks. Peppa und ihre Familie sind mit dem Auto unterwegs. Aber sie haben ein Problem. Oh je, das Auto springt nicht an. Ihr habt eine Panne. Keine Sorge, ich bringe euch zur Werkstatt. Ich bin gleich wieder zurück. Herr Bulle schleppt das Auto ab, damit es repariert werden kann. Schorsch und Peppa finden das lustig. Aha. Oh je, alles klar. Nun, wir können es reparieren. Oh, gut. Aber wir müssen ein Ersatzteil bestellen. Das wird nicht leicht, auch nicht billig. Oh, du meine Güte, wie lange wird es dauern? Es dauert, solange es eben dauert. Aber wie komme ich jetzt zur Arbeit? Ihr bekommt ein Ersatzauto, während euer Auto repariert wird. Folgt mir. In der Werkstatt stehen viele Ersatzautos. Wählt euch eins aus. Ein Motorrad. Das ist perfekt. Machen wir damit eine Probefahrt. Papa Wutz gefällt es, Motorrad zu fahren. Bonjour, Madame Gazelle. Aber auf einem Motorrad bleibt man bei Regen nicht trocken. Vielleicht brauchen wir etwas Robusteres. Wie wäre es denn damit? Peppa hat einen Monster-Truck entdeckt, der sehr robust ist. Ich denke, ein Monster-Truck ist wohl etwas zu robust für uns. Tut uns leid. Wie wär's mit etwas Geräumigem? Wie diesem Bus. Mama Wutz gefällt der Bus wirklich sehr. Hier ist es so geräumig und friedlich. Oh je. Aber jeder denkt, es sei ein normaler Bus.
Es ist nur noch ein Fahrzeug übrig, das Peppas Familie nicht ausprobiert hat. Hier stinkt es ein bisschen. Ja, mit diesem LKW bringe ich den Müll zum Recyclinghof. Den könnt ihr also leider nicht benutzen. Wir werden wohl nie ein Auto finden, das so perfekt ist wie unseres. Nun, ihr habt Glück. Ihr habt so viele Probefahrten gemacht, dass wir inzwischen euer altes Auto repariert haben. Hurra! Danke sehr, Herr Bulle. Danke sehr, Opa Clef. Peppas Familie gefiel es, mit anderen Autos zu fahren. Aber am liebsten fahren sie mit ihrem eigenen Familienauto. Peppa Wutz Geschichten. Lasst uns springen! Peppa macht sich bereit für die Spielgruppe. Sie freut sich heute ganz besonders darauf. Denn heute ist Fototag! Hurra! Madame Gazelle hat für den Fototag eine Fotostation vorbereitet. Oh. Bereit für dein Foto, Peppa? Ja! Ich bin heute ganz sauber und super ordentlich. Klingt gut. Ich habe meinen Fußball für mein Foto mitgebracht. Oh. Peppa wusste nicht, dass man sich für die Fotos verkleiden durfte. Hallo, Kinder. Ihr dürft euch für eure Fotos verkleiden. Hurra! Aber vergesst nicht, am wichtigsten ist, dass das Foto etwas zeigt, das euch ausmacht. Möchtest du anfangen, Klausi? Ja, bitte. Peppa findet, dass Klausis Fotos wirklich sehr gut werden. Luzi Locke hat sich für ihr Foto als Krankenschwester verkleidet. Sie liebt diese Verkleidung. Mandy Maus spielt gerne Blockflöte. Daher spielt sie Blockflöte auf ihren Fotos. Was für eine hübsche Melodie, Mandy. Piep. George, kommst du bitte als Nächster? Was wirst du für dein Foto mitnehmen, George? Dinosaurier! George hat sein Lieblingsspielzeug für seine Fotos ausgewählt. Du bist ja ein ganz wilder Dinosaurier, George. Peppa, jetzt bist du dran. Aber ich finde nichts Passendes zum Anziehen, Madame Gazelle. Oh, du musst gar nichts Besonderes anziehen, Peppa. Es sollte nur etwas auf deinem Foto sein, das dich glücklich macht. Oh, ja. Nichts macht Peppa glücklicher, als in Schlammpfützen zu springen. Perfekt. Jetzt muss nur noch ein Foto gemacht werden. Ein Klassenfoto. Aber wer macht denn jetzt das Foto, Madame Gazelle? Der Apparat hat einen Selbstauslöser und macht das Foto ganz allein. In 3, 2, 1, sagt Tschüss. Peppa und George sind heute auf einem Jahrmarkt. Hallo, Peppa. Bist du schon im Spaßhaus gewesen? Was ist ein Spaßhaus? Es ist ein Gebäude auf dem Jahrmarkt mit vielen lustigen Räumen und ulkigen Gängen. Dürfen George und ich ins Spaßhaus gehen? Bitte. Bitte? Hallo, Frau Mümmel. 2 für das Spaßhaus. Für den Eintritt ins Spaßhaus muss Mama Wutz bei Frau Mümmel Coupons kaufen. Aber die Coupons kosten mehr Münzen, als Mama Wutz gedacht hat. Oh. Danke, Mama Wutz. Hier entlang. Oh. Das ist die lustige Wackelbrücke. Überquert sie, um den Rest vom Spaßhaus zu sehen. Peppa überquert die Brücke ganz langsam und vorsichtig. Aber George findet es lustig, über die Brücke zu rennen.
Taktik ist viel besser, Schorsch. Gratulation! Jetzt müsst ihr den Pfeilen folgen. Hier entlang, Schorsch. Diese Spiegel haben so lustige Formen. In diesen Spiegeln sieht Peppas und Schorschs Spiegelbild wirklich sehr komisch aus. Dieser Spiegel lässt mich riesengroß aussehen. Und du siehst aus, als hättest du einen riesigen Kopf, Schorsch. In dem da siehst du richtig rund aus. Rund. Und in diesem Spiegel sehe ich ja aus wie Frau Mümmel. Ja, denn ich bin wirklich Frau Mümmel. Folgt mir in den sich drehenden Tunnel. Der Tunnel im Spaßhaus dreht sich immer und immer wieder. Und hier bläst ein starker Wind. Schau mal, nach dem Tunnel können wir die Rutsche runterrutschen. Rutsche! Ich helfe dir, Schorsch. Wo bleiben Sie denn so lange? Ich hoffe, Sie finden raus. Und wie war's? Das Spaßhaus hat wirklich Spaß gemacht. So soll es sein. Jeder liebt das Spaßhaus. Denn das Spaßhaus macht großen Spaß. Peppa spielt heute mit ihrem Bauklötz. Ups! Vorsicht, George! Hier steht eine ganz kleine Stadt und du bist ein riesiger Dinosaurier. Das bringt mich auf eine Idee. Hast du Lust, Riese zu spielen, George? George freut sich schon darauf, mit Peppa Riese zu spielen. Hallo, Polizeiwachtmeister Panda. Was für ein schöner, ruhiger, normaler Tag im Spielzeugland. Und es gibt keinerlei Anzeichen. Hallo, ich bin Riesen-Peppa. Ein Riese. Zwei Riesen. Peppa und Schorsch stellen sich vor, zwei Riesen in einem Spielzeugland aus Bauklötzen zu sein. Hallo Vögel! Hallo Wolken! Hallo allerseits! Unser Ball klemmt fest und zwar in diesem hohen Baum da! Wir können euch damit helfen! Wir sind riesengroße Riesen! Upsi! Vorsicht, Schorsch! Hier, bitte, Luzi! Hurra! Riesen-Peppa und Riesen-Schorsch lieben es, ihren Freunden im Spielzeugland zu helfen. Sie helfen Personen dabei, in den Bus einzusteigen. Oh, wee! 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 Und sie sorgen dafür, dass die Boote ganz schnell fahren können. Juhu! Stopp! Das ist die Brücke, die du kaputt gemacht hast. Keine Sorge, wir reparieren sie. Peppa und Schorsch sind Bauklotzexperten. Die Spielzeugbrücke haben sie im Nu repariert. Danke, Riesen-Peppa und Riesen-Schorsch. Stopp! Ich meine... Los! Oh, oh, yeah! Oh, hungrig! Ich bin auch hungrig. Das Essen, das es im Spielzeugland gibt, ist zu klein für Riesen-Peppa und Riesen-Schorsch. Essenszeit! Hurra! Daher müssen sie wohl oder übel richtige Nahrung essen. Oh. Vorsicht, Schorsch! Hallo allerseits. Ich bin Peppa, die Zahnärztin. Ich zeige euch, wie man seine Zähne schützt. Wow. Frau Lümmel ist zu Besuch und zeigt der Spielgruppe, wie man auf seine Zähne aufpasst. Peppa gibt vor, eine Zahnärztin zu sein. Hab ich dich. Zum Glück.
Danke, Peppa. Gut, dass du dein Gebiss eingefangen hast. Wer weiß, wie man auf seine Zähne aufpasst? Indem man zum Zahnarzt geht? Das stimmt. Wer von euch war schon mal beim Zahnarzt? Ich. Gerald Giraffe ist noch nie beim Zahnarzt gewesen. Darf ich Gerald zeigen, wie es beim Zahnarzt so ist, Frau Mümmel? Ich war schon oft beim Zahnarzt. Das ist eine super Idee. Wow. Peppa spielt die Zahnärztin und Gerald spielt den Patienten. Hallo, Herr Gerald. Nehmen Sie bitte Platz auf diesem übergroßen Stuhl. Danke sehr, Frau Zahnärztin. Hier ist Ihr Kittel. Oh, wieso brauche ich die Brille, Frau Peppa? Weil die Taschenlampe grell ist. Bitte weit aufmachen. Genau so. Dann sehe ich Ihre Zähne. Peppa sieht sich mit der Taschenlampe Geralds Zähne an. Sie haben sehr schöne Zähne, Herr Gerald. Dafür gibt es einen Sticker. Danke schön. Gut gemacht, Peppa und Gerald. Weiß jemand, wie wir zu Hause auf unsere Zähne achten können? Wir können uns die Zähne putzen. Das stimmt, Luzi. Durch das Zähneputzen bleiben sie sauber. Üben wir gemeinsam das Zähneputzen? Ja! Frau Mümmel gibt allen eine Zahnbürste, damit sie das Zähneputzen üben können. Ja. Zuerst machen wir die Zahnbürste nass. Dann geben wir etwas Zahnpasta drauf. Alle geben eine kleine Menge Zahnpasta auf ihre Zahnbürste. Nur Molly hat viel Zahnpasta draufgegeben. Was tun wir als nächstes? Wir putzen! Vergesst nicht, vorne zu putzen und an den Seiten, oben und unten. Das habt ihr gut gemacht. Hurra! Das habt ihr heute alle sehr gut gemacht. Also bekommt auch jeder Sticker. Peppa hat gern die Zahnärztin gespielt. Und Peppa liebt Sticker. Peppa und ihre Spielgruppe sind heute zu Besuch in einer Saftfabrik. Dort lernen sie, wie Saft gemacht wird. Und das hier ist die Saftpresse. Sie presst den ganzen Saft aus den Orangen raus. Darf ich auch ein paar Orangen pressen, Frau Mümmel? Natürlich. Jeder von euch darf das. Hurra! Ja. Orangen zu pressen macht allen großen Spaß. Aber es ist wirklich harte Arbeit. Meine Hände sind müde. Kein Problem, denn als nächstes seht ihr den Saftstampfer. Oh. Die großen Stiefel des Stampfers quetschen den ganzen Saft aus den Erdbeeren heraus. Darf ich mal stampfen, Frau Mümmel? Ja, das dürft ihr natürlich alle. Hurra! Schlüpft in diese Stiefel und stampft drauf los. Das ist genauso wie beim Springen in Schlammpfützen. Das habt ihr gut gemacht. Und jetzt folgt mir bitte. Hier kommt der Saft in Getränkekartons. Die Farbe des Safts muss mit der Farbe des Kartons übereinstimmen. Welcher Saft passt hier dazu? Piep. Er ist rot. Ist es Erdbeere? Gut gemacht, Mandy. Drück den roten Knopf, um ihn zu füllen. Und was ist mit diesem hier? Er ist grün. Also Apfel. Ganz genau, Luzi. Und der hier? Er hat ganz viele Farben. Gut gemacht, Peppa. Du hast gerade eine neue Geschmacksrichtung erschaffen. Ich
Ich nenne ihn Regenbogensaft. Jeder findet, dass der Regenbogensaft wirklich ganz köstlich aussieht. Das hier ist der Probierraum. Hier stellen wir sicher, dass alle Säfte super mega lecker sind. Oh. Damit es Spaß macht, müsst ihr erraten, welchen Saft ihr da probiert. Peppa und ihre Spielgruppe lieben es, Säfte zu probieren. Miam, das ist Orangensaft. Das ist Apfelsaft. Das schmeckt wie alle Säfte zusammen. Ja, denn es ist dein spezieller Regenbogensaft. Miam, miam, miam. Peppa lernt gern mehr über Säfte. Und sie liebt ihren leckeren Regenbogensaft. Pedro Pony, Molly Mietze, Mandy Maus, Gerald Giraffe und Klausi Kleff spielen Fußball. Schau, Mama, meine Freunde spielen Fußball. Hallo, Peppa. Willst du bei uns mitspielen? Ja, bitte. Wer das schönste Tor schießt, gewinnt den Pokal. Peppa liebt funkelnde Pokale. Hast du etwa Lust, in unsere Mannschaft zu kommen? Nein, danke. Ich möchte gerne ganz alleine spielen. Allein zu spielen ist keine gute Idee, Peppa. Aber so gehört mir am Ende der Pokal ganz alleine. Peppa wird also ganz allein spielen. Und zwar gegen alle anderen. Auweia. Nicht schlecht, Peppa. Versuch es noch einmal. Vielleicht muss ich einfach nur fester schießen. Beinahe. Hier, bitte, Peppa. Vielleicht klappt es ja mit dem anderen Fuß. Uff. Es zählen nur Tore mit dem Ball, nicht mit dem Schuh. Squeak. Das ist zu schwer. Versuch es doch einmal im Tor. Gute Idee, Mama. Das werde ich super machen. Schieß doch! Tor! Hurra! Mama, wieso können die ein Tor schießen, aber ich nicht? Weil im Fußball die Teamarbeit am allerwichtigsten ist. Und du kannst kein Team sein, wenn du allein spielst und nicht in einer Mannschaft. Yeah! Darf ich bitte in eure Mannschaft? Klar darfst du das. Wir haben ein Trikot übrig. Nur für dich. Wuff, wuff. Hurra! Aber wer geht jetzt ins Tor? Ich mach das. An mir kommt ihr nicht vorbei. Ja! Dann kriegst du. Du hast das Tor geschossen. Du kriegst also den Pokal. Wir haben alle das Tor zusammengeschossen, Peppa. Als Mannschaft. Das stimmt. Ihr alle bekommt den Pokal. Hurra! Peppa und ihre Familie waren gerade im Supermarkt einkaufen. Vor dem Supermarkt steht ein Spielzeugautomat. Mandy Maus hat ein neues Spielzeug. Guck, Mama, ein Jojo. Gut gemacht, Mandy. Peppa, George, wollt ihr auch ein neues Spielzeug haben? Ja, bitte. Wie funktioniert das denn, Frau Mümmel? Ihr kauft einen Jeton und drückt ihn in den Geldschlitz. Dann rollt einer der Bälle bis zum unteren Ende des Automaten. Und in diesem Ball ist dann ein Spielzeug versteckt. Dinosaurier! George hätte gern den Spielzeug-Dinosaurier. Klingt lustig. Ihr bekommt beide einen Jeton. Hier, für dich. Yay.
Nachdem Schorsch den Jeton einwirft, leuchtet die Maschine auf und spielt Musik ab. Ein Ball rollt jetzt bis zum unteren Ende des Automats. Schorschs Preis ist ein Spielzeug-Schraubenzieher. Ein Schraubenzieher? Das ist nützlich! Dinosaurier! Keine Sorge, Schorsch. Ich werde den Dinosaurier für dich gewinnen. Nachdem Peppa ihren Jeton einwirft, leuchtet der Automat wieder auf und ein anderer Ball rollt heraus. Oh. Peppa hat auch nicht den Dinosaurier gewonnen. Dafür aber sehr hübsche Aufkleber. Das sind echt tolle Spielzeuge. Aber unsere Eiscreme beginnt zu schmelzen. So nah dran! Ich spüre, dass der Dinosaurier als nächstes rauskommen wird. Dürfen wir es noch einmal versuchen, Mama? Bitte! Okay, na gut. Noch einen Versuch. Peppa und Schorsch drücken den Hebel des Spielzeugautomaten nach unten. Aber dieses Mal kommt gar kein Ball heraus. Oh je, ich war schon gespannt auf euer neues Spielzeug. Keine Sorge, Mama Wutz. Ich repariere ihn. Ich muss dafür nur meinen Schraubenzieher finden. Nein! Nein! Schraubenzieher! Ah, danke, Schorsch. Ups. Hurra! Frau Mümmel hat den Automaten zu gut repariert. Jetzt sind alle Bälle aus dem Automaten gerollt. Ich muss die wieder zurücktun. Aber der hier ist für euch, weil ihr mir geholfen habt. Dinosaurier! Danke, Frau Mümmel. Der hier ist für Sie. Ei. Jeder findet den Spielzeugautomaten super. Und Schorsch liebt Dinosaurier. Tü-ta-ta-ta. Peppa und Luzi spielen Polizistinnen. Tü-ta-ta. Polizei, wir helfen dir. Danke, Polizistinnen. Gern geschehen. Wir müssen wieder zurück, um neue Verbrechen zu lösen. Tü-ta-ta. Oh je. Was ist los, Madame Gazelle? Ich kann meinen Spezialkühli nirgendwo finden. Das klingt nach einem Rätsel. Keine Sorge, denn ich und Polizistin Luzi werden den Fall lösen. Peppa und Luzi suchen nach Hinweisen, um den Spezialkühli zu finden. Sie benutzen eine Lupe. Damit können sie kleine Dinge größer sehen. Aha, lila. Das hat die gleiche Farbe wie Klausi Kleffs T-Shirt. Hast du den Spezialkuli gesehen, Klausi? Ich glaube nicht, nein. Nun, wir nehmen dich besser mal mit auf unser Polizeirevier, um dir da ein paar Fragen zu stellen. Peppa und Luzi haben einen Teil des Raums zu einem Polizeirevier umgestaltet, wo sie alle zum Spezialkuli befragen können. Es besteht aus Büchern und Kissen. Dieses Polizeirevier hat nicht einmal Türen. Es ist aber ein schöner Ort zum Lesen. Peppa und Luzi Locke stellen allen Fragen zum Spezialkuli. Sie haben auch Molly Mietze aufs Polizeirevier gebracht. Molly Mietze, erinnerst du dich, welche Farbe der Spezialkuli hat? Rot? Nein, grün. Oder doch rosa? Nein, blau. Aha, das hat uns jetzt sehr geholfen. Sehen wir uns jetzt genau um. Der blaue Spezialkuli muss hier irgendwo versteckt sein. Peppa und Luzi Locke suchen überall nach dem Spezialkuli. Aber sie können ihn nirgends finden. Ich kann ihn leider nirgendwo finden. Ich habe eine Idee. Jetzt muss Madame Gazelle auf dem Polizeirevier Fragen beantworten. Wann haben Sie Ihren Spezialkuli das letzte Mal gesehen? Nun, mal sehen. Ich hab ihn heute früh benutzt und dann hinter mein Ohr gesteckt. Oh? Aha,
Yeah! Madame Gazelles Spezialkuli steckte die ganze Zeit hinter ihrem Ohr. Wir haben ihn! Das Rätsel ist gelöst! Hurra! Danke für eure Hilfe, Peppa und Luzi. Ich denke, ihr zwei werdet sehr gute Polizistinnen. Peppa und ihre Familie fliegen mit einem Flugzeug. Juhu, ja! Ich liebe das Fliegen im Flugzeug. Aber nicht jeder fühlt sich im Flugzeug so wohl. Oh, hallo, Madame Gazelle. Schorsch und ich lieben das Fliegen. Fliegen Sie auch so gern? Ah, Peppa, eigentlich ist heute meine allererste Flug und ich habe Angst. Oh, ich habe eine Idee. Frau Mümmel, können wir höher fliegen? Also richtig, richtig hoch. Klar doch, warum nicht? Es ist richtig toll, wenn das Flugzeug so hoch fliegt, Madame Gazelle. Da, wir sind fast im Weltraum. Zu hoch! Oh! Können wir richtig tief fliegen, Frau Mümmel? Natürlich! Zu tief! Viel zu tief! Drehen wir doch einfach ein Looping! Nicht geholfen, Schorsch. Da, Madame Gazelle. Oh. Diese Wolke sieht aus wie ein Vogel. Sehen Sie sie? Ja, ich sehe sie. Und die da sieht aus wie eine erholsame, einsame Insel. Dinosaurier. Oh, das ist nicht gut. Ich schließe einfach meine Augen und warte, bis wir gelandet sind. Oh je. Hallo, habt ihr zwei Lust auf ein Malbuch? Die machen Spaß. Oh ja, bitte. Möchten Sie mit uns Figuren ausmalen, Madame Gazelle? Nun, ich schätze, das könnte mich etwas ablenken. Sieh dir das an! Die Linien, die exakte Darstellung! Unglaublich gut! Fantastisch! Oh, hurra! Wir sind gelandet! Jetzt wirklich schon? Ich hatte so viel Spaß! Ich habe gar keine Angst gehabt! Sagte ich doch! Fliegen macht so viel Spaß. Danke für eure Hilfe, Peppa und Schorsch. Nun freue ich mich schon auf den Rückflug. Ein super Strike für einen super Bowler. Heute gibt Luzi Locke eine Bowling-Party. Ich will auch einen super Strike schaffen. Ich weiß, wie es geht. Ich bin schon oft bowlen gewesen. Dann zeig bitte allen, wie es geht, Peppa. Okay. Machen wir ein Foto von uns für die Anzeigetafel. Stellt euch alle vor die Kamera und sagt Cheese. Cheese. Perfekt. Das ist eure Bowlingbahn. Jetzt nehmt ihr euch eine Bowlingkugel. Dann werft ihr sie gerade nach vorne. Genau so. Yay! Oh, ja. Ich versuche es mal. Ich nehme die hier. Die rosa Kugel ist sehr schwer. Nimm lieber diese Kugel. Sie ist leichter. Meine Güte, vermisst jemand seine Kugel? Oh nein.
Ich versuch's als nächstes. Wow! Pedro Ponys Kugel ist in die Rinne am Rand der Bowlingbahn gerollt. Ups. Ich bin dran. Luzi Locke, Pedro Pony und Gerald Giraffe haben beim Bowlen noch nicht den richtigen Dreh rausgekriegt. Keine Sorge. Wir müssen nur auf eine andere Art bowlen. Probiert es nochmal. Ich hole für euch die Trennwand hoch. Damit macht das Spielen auch Spaß. Hurra! Versuch du es jetzt, Pedro. Okay, aber ich will nicht, dass meine Kugel aufspringt. Kein Problem. Mit Hilfe der Rampe wird deine Kugel gerade ausrollen. Oh, das macht Spaß! Peppa und ihren Freunden macht Bowling auf ihre eigene Art Riesenspaß. Aber Luzi Locke will immer noch einen Superstrike schaffen. Also gut, Kinder. Jeder darf noch einmal. Viel Glück! Seht genau hin! Luzi Locke rollt die Bowlingkugel rückwärts. Oh. Ein Superstrike für einen Super Bowler! Luzi Locke hat einen Superstrike geschafft. Luzi Locke spielt gern Bowling. Jeder spielt gern Bowling. Peppa Woods Geschichten. Lasst uns springen! Peppa und Schorsch helfen heute Papa Woods dabei, Ordnung in ein paar alte Kartons zu bringen. Was ist das, Papa? Ah, das ist meine gute alte Kamera, Peppa. Man drückt den Knopf hier, um ein Foto zu machen. Tschüss! Dann druckt die Kamera das Foto aus. Guck mal, ich kann es sehen. Darf ich es auch mal probieren? Sag Tschüss! Tschüss! Jetzt macht Peppa Fotos mit der Kamera. Diese Kamera macht riesen Spaß. Kamera! Viel Spaß! Aber es ist nicht mehr viel Fotopapier übrig, also seid sparsam damit. Schorsch hat Spaß und macht haufenweise Fotos. Oh je, jetzt ist kein Fotopapier mehr übrig. Oh, aber ich fotografiere doch so gern. Wieso benutzen wir nicht einfach meine Handykamera? Damit kann man sogar Filter hinzufügen. Papa Woods Handykamera hat Schorsch einen falschen Schnurrbart verpasst. Komm mit, Schorsch. Gehen wir noch mehr Fotos machen. Peppa und Schorsch macht das Fotografieren Riesenspaß. Die Handykamera hat über Mama Woods einen Blumenfilter gelegt. Sag Tschüss! Und Opa Woods bekommt einen schicken Hut. Peppa, Schorsch und Papa Woods sind in den Park gegangen, um dort noch mehr Fotos zu machen. Oh. Hallo, Herr und Frau Vogel. Oh. Sagen Sie Tschüss, Herr Bulle. Tschüss. Was für ein lustiges Foto. Papa Woods möchte Peppa und Schorsch bei den Enten fotografieren. Sagt Tschüss, ihr beiden. Eins, zwei, drei. Tschüss. Peppa und Schorsch kleben alle Fotos, die heute gemacht wurden, in ein Sammelalbum. Guck dir das hier an, Schorsch. Vogel. Aber einige der Fotos sind unscharf. Oh. Die Fotos müssen nicht perfekt sein. Sie sollen euch vor allem an den schönen Tag heute erinnern. Alle lieben es, Fotos zu machen. Und alle haben den schönen Tag heute sehr genossen. Peppa und ihre Freunde besuchen heute einen besonderen Erlebnispark. Komm schon, Edmund, du kannst das auch. Es macht riesen Spaß. Wow. Oh.
Gut gemacht, Edmund. In diesem Raum steht ein Schwebebalken. Man muss ihn überqueren, ohne dabei ins Kugelbad zu fallen. Wenn ihr weiterhin als Team arbeitet, schafft ihr es bis ganz ans Ende, ohne in eins der Kugelbäder zu fallen. Ich kann gut balancieren. Geht mir nach. Jetzt müssen auch Schorsch, Peppa und Edmund Elefant über den Schwebebalken gehen. Aber Edmund fällt es etwas schwer, den Schwebebalken zu überqueren. Versuch seitwärts zu gehen, Edmund. Probieren wir es doch zusammen. Hurra! Jeder hat es über den Schwebebalken geschafft. Jetzt müssen sie durch diesen Raum schaukeln. Das sieht schwer aus. Man schaukelt damit wie mit einer Schaukel im Park, Emily. Pass auf! Peppa ist eine Meisterin im Schaukeln. Hurra! Halt dich gut fest, George. Du bist dran, Edmund. Nur Edmund Elefant hat ein bisschen Angst davor. Wieso schaukeln wir nicht gemeinsam, Edmund? Als ein Team. Ah, gute Idee. Geschafft. Danke, Emily. Jeder hat es mit der Schaukel auf die andere Seite geschafft. Ihr seid bisher ein tolles Team. Ein Raum fehlt euch noch. Das ist der letzte Raum. Aber es führt kein Weg über das Kugelbad. So weit können wir doch nicht springen. Und es gibt auch keine Schaukel. Dieser Raum ist sowas wie ein Rätsel. Keinem fällt die Lösung dafür ein, wie man über das Kugelbad kommt. Oh, ich hab's! Aber Edmund Elefant kann super Rätsel lösen. Ich bin eben ein Schlauberger. Jeder hat den Erlebnisparcours erfolgreich bewältigt. Das war wirklich clever, Edmund. Edmund? Edmund Elefant kann es nicht erwarten, das Ganze nochmal zu machen. Peppa und ihre Familie haben im Supermarkt viele Lebensmittel eingekauft. Und jetzt knurrt ihnen der Magen. Was gibt's zum Essen? Mein Magen macht schon knurrende Geräusche. Heute Abend machen wir zusammen Tacos. Ja! Was ist ein Taco? Und wie macht man den denn? Es ist ein leckeres Gericht aus Mexiko. Und Tacos macht man am allerbesten. Alle zusammen. Peppa, Schorsch und Mama Wutz waschen Gemüse für ihre Tacos. Wir müssen dafür sorgen, dass das Gemüse sauber ist. Plitsch, platsch, wisch, wasch, so wird Gemüse sauber. Plitsch, platsch, wisch, wasch, so wird Gemüse sauber. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Jetzt sind Peppa und Mama Wutz auch schön sauber. Weil das Gemüse jetzt sauber ist, können wir vorsichtig Zwiebeln schneiden. Hier, bitte, Papa. Was ist los, Papa? Magst du keine Zwiebeln? Oh, keine Sorge, Peppa. Der Zwiebelsaft sorgt manchmal dafür, dass einem die Augen tränen. Ich muss mir nur die Augen mit etwas abdecken. Ich hab's! Peppa weiß, wie man seine Augen perfekt vor den Zwiebeln schützen kann. Die ist perfekt, Peppa. Ah, gibt's wieder Zwiebeln, Papa Wutz? Jetzt machen wir ein wenig Guacamole. Hurra! Ich liebe Guacamole. Dann zerdrück schon mal die Avocado, Peppa. Peppa macht das Zerdrücken der Avocado großen Spaß, weil dabei gekleckert wird. Ups. Vielleicht ist es besser, wenn du es langsamer machst. Perfekt. Jetzt kommen andere Zutaten dazu. So, und auch noch ein Spritzer einer Limette. Spritzer!
Na gut, Schorsch, du gibst den Limettenspritzer hinein. Oh, zum Glück habe ich noch meine Schutzbrille auf. Jetzt sind alle Zutaten fertig und es ist Zeit, daraus Tacos zu machen. Und jetzt kommt das Beste. Nehmt eure Tortilla in die Hand und gebt eure Lieblingszutaten darauf. Peppa hat am liebsten Tacos mit ganz viel Guacamole. Schorsch hat am liebsten leere Tacos. Mama und Papa Wutz bevorzugen Tacos mit allen Zutaten. Alle finden ihre Tacos richtig lecker. Aber ihnen ist die Füllung auf den Teller geflutscht. Hurra! Jetzt können wir sie wieder in den Taco geben. Peppa und ihre Freunde sind heute im Freizeitbad. Hallo allerseits. Hallo, Frau Mimmel. Bevor ihr ins Wasser dürft, müsst ihr ein paar wichtige Regeln lernen. Ja. Frau Mimmel erklärt allen, wie sie im Schwimmbad sicher sind. Regel Nummer 1 ist, nicht planschen. Nicht planschen, Herr Bulle. Hübsch. Tut mir leid, Peppa. Tut mir leid, Frau Mimmel. Schon in Ordnung, Herr Bulle. Regel Nummer 2 ist, nicht rennen. Herr Bulle, Sie Dummerchen, nicht rennen. Tut mir leid. Herr Bulle kennt keine einzige Regel. Oh, und die letzte Regel ist, jeder hier muss heute einen Riesenspaß haben. Oh. Oh. Haben Sie einen Riesenspaß, Herr Bulle? Oh, den werde ich haben. Ich wünsche euch viel Spaß im Wasser. Was machen wir als Erstes? Gehen wir auf die Wasserrutsche. Hurra! Alle freuen sich schon darauf, die Wasserrutschen hinunterzurutschen. Hallo zusammen. Wer von euch will hinunterrutschen? Ich. Tja, ihr habt Glück. Ja. Es gibt eine Rutsche für jeden von euch. Machen wir ein Wettrennen. Gute Idee. Zum Glück habe ich eine Flagge hier. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und Klausi Kleff geht in Führung. Gefolgt von Peppa. Gerald Giraffe und Luzi Locke liegen auf den Plätzen 3 und 4. Das Rennen ist äußerst knapp. Ein wahnsinnig spannendes Wasserrutschrennen. Hallo, Oma. Hallo, Herr Bulle. Nähern sich der Ziellinie. Alle liegen Kopf an Kopf. Wer wird wohl am Ende gewinnen? Es ist ein Unentschieden. Jeder hat gewonnen. Peppa und ihren Freunden machte das Rutschen großen Spaß. Aber sie haben dabei Regel 1 des Freizeitbads vergessen. Nicht planschen. Es ist Schlafenszeit. Aber weil Schorsch noch wach ist, schlafen Peppa und Papa Wutz auch noch nicht. Was jetzt? Wir haben doch schon jede Gute-Nacht-Geschichte gelesen. Ein Buch haben wir noch nicht gelesen. Ich habe es für einen Notfall aufgehoben. Die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft. Die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft? Ja, die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft. Geschichte! Es gab einmal einen tollen Superhelden namens... Super Peppa! Ja, Super Peppa. Whee!
Sie verbrachte jeden Tag damit, den Menschen in ihrer Nachbarschaft zu helfen. Bis sie eines Tages von einem springenden Riesen erfuhr, der die Stadt ständig zum Beben brachte. Der Riese hört nicht auf zu springen. Ich helfe dir. Super Peppa konnte den springenden Riesen finden. Dinosaurier! Oh, ja, Schorsch, der springende Dinosaurier. Super Peppa versuchte, den springenden Dinosaurier dazu zu bringen, nicht mehr zu springen. Hat sie ihn auch höflich darum gebeten? Ja. Verzeihung. Herr Dinosaurier! Verzeihung! Sie versuchten es mit etwas Schlafmusik. Jetzt wird er einschlafen. Oh, so entspannend. Aber die Musik gab dem Dinosaurier nur noch mehr Energie. Super Peppa ließ dem Dinosaurier dann ein warmes Bad ein. Wow! Sie zog ihm einen bequemen Pyjama an. Sie zählte sogar Sternschnuppen für ihn. 1, 2, 3, 4, 5. Das haben wir auch schon alles versucht. Es bleibt nichts mehr übrig. Die Gute-Nacht-Geschichte hat Schorsch geholfen, einzuschlafen. Danke für deine Hilfe, Peppa. Träum was Schönes. Danke, Papa, aber jetzt bin ich nicht mehr müde. Liest du die Geschichte fertig? Heute sind Peppa und ihre Freunde auf einer Go-Kart-Bahn. Hallo miteinander. Wer ist bereit fürs Go-Kart-Fahren? Ich! Peppa und ihre Freunde ziehen ihre Rennanzüge an. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Oh. Und vergesst nicht eure Sturzhelme. So, jetzt nehmt euch ein Go-Kart. Yay! Klausi Kleff trägt seinen Helm falsch herum. Also, wenn ihr in die Pedale tretet, fährt es. Und mit der Bremse könnt ihr anhalten. Und mit dem Lenkrad könnt ihr die Richtung ändern. Hui! Es ist genauso wie Fahrradfahren. Versucht es doch mal und tretet langsam in die Pedale. Ich fahre ständig ein großes Auto. Go-Kart-Fahren ist für mich leicht. Oh je, da bin ich wohl etwas zu schnell gefahren. Tja, wie drehe ich jetzt nur um? Das Go-Kart-Rennen hat begonnen. Das macht Spaß! Aber Luzi Locke tritt rückwärts. Versuch vorwärts zu treten, Luzi! Vorwärts? Oh! Klausi Kleff tritt sehr schnell in die Pedale. Vergiss nicht zu bremsen, Klausi! Mama Wutz hat Schwierigkeiten, loszufahren. Mal sehen. So fährt es also rückwärts. Brauchen Sie Hilfe, Mama Wutz? Oh, nein. Danke, Frau Mümmel. Ich kriege das sicher hin. Mein Go-Kart wackelt viel zu viel. Peppa fährt kreuz und quer auf der Rennbahn herum. Du musst etwas sachter lenken, Peppa. Oh, viel besser. Peppa und ihren Freunden macht es Spaß, mit den Go-Karts auf der Rennbahn zu fahren. Und los geht's! Und Mama Wutz hat ihr Go-Kart auch endlich in Bewegung gebracht. Die
Zeit ist um. Ihr habt das alle sehr gut gemacht. Hurra! Aber das Go-Kart-Rennen ist vorbei. Oh. Peppa und ihre Freunde fahren liebend gern Go-Kart. Mama Wutz wird heute einen entspannenden Tag im Spa verbringen. Oh. Tut mir leid, Mama Wutz. Ich muss heute früher schließen. Ich habe einen Schnupfen. Oh. Ich hatte mich so auf meinen Spa-Tag gefreut. Machen wir doch einen Spa-Tag zu Hause. Oh, eine super Idee, Peppa. Peppa hat oft gute Ideen. Hallo, meine Dame. Herzlich willkommen im Spa. Oh. Peppa hat das Wohnzimmer in ein edles Spa verwandelt. Als erstes machen wir, was macht man denn so in einem Spa, Mama? Normalerweise beginnen wir mit einem Glas Zitronenwasser. Das kriege ich hin. Ich bringe dir ein zitroniges Wasser vor, Mama. Bitte sehr. Oh. Danke, Peppa. So ein zitroniges Wasser habe ich noch nie gesehen. Und was kommt jetzt? Danach nehme ich immer ein Fußbad. Was ist ein Fußbad? Es ist ein ganz kleines Bad, nur für deine Füße. Okay, Zeit für dein ganz kleines Bad. Nur für deine Füße, Frau Mama. Komm mit, Papa. Peppa und Papa Wutz bereiten ein Fußbad vor. Damit sollte es gehen. Ah, das ist so entspannend. Peppa hat aus dem Fußbad ein normales Wannenbad gemacht. Hier sind die bestellten Boote, Frau Peppa. Ohne Spielzeug und Schaum ist es kein richtiges Bad. Wundervoll. Das werde ich auch Frau Mümmel empfehlen. Was kommt als nächstes, Mama? Jetzt ist es Zeit für eine Massage. Pia, leg dich auf das Sofa und ich zeige dir, wie es geht. Peppa muss lachen, weil sie sehr kitzelig ist. Du bist dran, Mama. Oh, das ist ganz anders als meine übliche Massage. Das ist eine Peppa-Spezialmassage. Tschu-tschu. So, als letztes mache ich im Spa immer eine Schlammmaske. Das ist eine Maske aus Schlamm. Ja, ein spezieller Spa-Schlamm, der gut für die Haut ist. Ich glaube nicht, dass wir speziellen Spa-Schlamm im Haus haben. Ich habe eine Idee. Peppa hat sehr oft gute Ideen. Wir brauchen keinen Spa-Schlamm, denn wir haben große Schlammpfützen. Das ist meine Schlammpfützen-Gesichtsmaske. Peppa liebt Spa-Tage. Vor allem, wenn sie dabei auch in Schlammpfützen springen darf. Peppa und ihre Familie sind heute nach London gekommen, um sich Superkartoffel, das Musical, anzusehen. Oh Gott, wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir zu spät zur Vorstellung. Oh nein, jetzt werden wir alle klitschnass. Keine Sorge, dann nehmen wir eben einfach die U-Bahn. Hurra! Die U-Bahn fährt unter der Erde. Und unter der Erde regnet es nie. Dort hängt auch ein bunter U-Bahn-Plan, der anzeigt, wohin die Züge alle fahren. Das sieht aus wie Spaghetti. Also, wir sind hier. Und wir müssen jetzt hierhin. Zuerst nehmen wir den blauen Zug und dann den roten Zug. Ja, sehr gut, Peppa. Nichts wie los. Zunächst muss Peppa ihre Fahrkarte bei der Bahnsteigsperre entwerten. Danke, Fahrkartenroboter. Oh, ich steck fest. Warte kurz, Peppa. Ich befreie dich. Danke, Frau Mümmel. Hier lang, Peppa. Folgt alle der blauen Linie. Ich stecke auch fest. Der Zug erreicht den Bahnsteig von einem sehr dunklen Tunnel aus. Im Zug sind sehr viele Fahrgäste.
Warum drängeln denn alle so? Weil sie es eilig haben. In der U-Bahn hat es immer jeder eilig. Steigen wir ein. Geht bitte alle vorsichtig. Hallo allerseits. Willkommen an Bord des blauen Zugs. Achtung, die Türen schließen. Halt dich fest, Peppa. In der U-Bahn ist es sehr wackelig. Links sehen Sie, wie es unterirdisch aussieht. Und rechts können Sie noch mehr davon sehen, wie es unterirdisch aussieht. Steigen Sie hier um zum roten Zug. Der rote Zug, das sind wir. Vorsichtig gehen, Schorsch. Haltet euch alle fest. Wir sind da, wir sind da. Die Vorstellung beginnt in ein paar Minuten. Wir verpassen wohl den Anfang. Nein, das werdet ihr nicht. Folgt mir. Ich bringe uns rechtzeitig zu Super Kartoffel, das Musical. Denn ich bin... Super Kartoffel! Hurra! Lasst bitte den großen Star durch. Macht Platz für den Star. Danke. Ha. Heute gibt es keine Autogramme. Super Kartoffel hat es auch eilig. Wirklich jeder in der U-Bahn hat es eilig. Oh, wow! Sind Vulkane echt, Madame Gazelle? Ja, klar. Oh. Ihr müsst aber auch keine Angst haben. Es gibt keine Vulkane hier in der Nähe. Hurra! Abgesehen von den Mini-Vulkanen, die wir heute für unser besonderes Wissenschaftsexperiment basteln. Oh! Zum Basteln der Vulkane brauchen wir Leim und Zeitungspapier wie das hier. Zuerst tunkt ihr das Papier in den Leim ein und dann klebt ihr das Papier an den Messbecher. Et voilà, ein Mini-Vulkan. Vulkane zu basteln macht allen großen Spaß. Der Leim ist aber sehr klebrig und macht schmutzig. Schon bald sind alle Vulkane fertig. Wundervoll, Kinder. Jetzt müsst ihr eure Werke noch anstreichen. Machen wir unseren Rotpepper. Unserer wird blau. Miau, grün, wie ein großer Baum. Echte Vulkane sind dunkel und grau mit roter Lava. Peppa und ihre Freunde geben ihren Mini-Vulkanen aber helle und bunte Farben. Jetzt ist es Zeit für das Wissenschaftsexperiment. Aber zuvor müssen sich alle Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und Schutzmäntel anziehen, damit sie auch sicher sind. Ihr seht alle wie hervorragende Wissenschaftler aus, Kinder. Yeah. Jetzt können wir endlich Lava machen. Aber keine Sorge, die Lava, die wir machen, ist gar nicht echt und äußerst sicher. Zuerst geben wir etwas Essig in unsere Vulkane. Passt auf, dass ihr nicht kleckert. Perfekt. Und jetzt gebe ich noch ein geheimes Zauberzutat in jeden eurer Vulkane. Keiner weiß, was die geheime Zauberzutat ist. Und zum Schluss nehmt ihr euren Natronbecher und gießt ein wenig Natron in euren Vulkan. Und dann tretet zurück. Madame Gazelles Vulkan bricht jetzt aus. Ganz wie ein echter Vulkan. Ihr seid dran, Kinder. Hurra! Wow! Die Lava ist rot. Unsere ist blau. Molly Mietzes und Gerald Giraffes Lava ist grün und schäumt gewaltig. Miau, ich glaube, wir haben zu viel Lava gemacht. Nein, Molly, ihr habt eine Schlammpfütze gemacht. Es hat allen richtig Spaß gemacht, Vulkane zu basteln. Aber bunte Schlammpfützen machen allen noch mehr Spaß. Oh, so und so spielt man Shuffleboard. Mein Puck liegt in der hintersten Zone. Dafür kriege ich einen Punkt. Hurra!
Peppa und ihre Familie lernen heute auf dem Kreuzfahrtschiff, wie man Shuffleboard spielt. So, Opa Wutz kann jetzt entweder meinen Puck wegstoßen oder seinen in das Dreieck schieben, um Punkte zu sammeln. Ich werde es versuchen. Opa Wutz hat den Puck von Oma Wutz in Schorschs Sandburg gestoßen. Das gibt 2 Punkte für mich. Darf ich auch mal? Ja, nimm den Q-Stab und schieb den Puck damit ins Dreieck. Oh, es hat sich fast kaum bewegt. Versuch es doch einmal mit etwas Anlauf. Gute Idee. Peppa nimmt einen Riesenanlauf. Aber der Sand ist sehr rutschig. Dafür kriege ich keine Punkte. Keine Sorge. Es geht darum, Spaß zu haben, nicht Punkte zu erzielen. Außerdem, beim ersten Mal ist niemand gut darin. Oh. Tolle gemacht, Leistung! George. Ich muss es einfach nur weiter üben. Peppa probiert viele Sachen aus, um den Puck anzuschieben. Oh, meine Eistüte! Aber nichts scheint zu funktionieren. Immerhin hast du dieses Mal meine Eistüte verfehlt. Oh nein. Ich bin dran, Peppa. Bitte sehr, Oma. Omas Puck hat Peppas Puck in das Dreieck geschoben. Ich krieg 3 Punkte. Hurra! Peppa ist begeistert und will weiter üben. Aber es sind keine Pucks mehr übrig. Oh. Schorsch hat nämlich mit dem Puck seine Sandburg fertig gebaut. Alle spielen liebend gern Shuffleboard. Aber Schorsch baut noch lieber Sandburgen. Heute gehen Peppa und Schorsch mit Oma und Opa Wutz picknicken. Fast geschafft! Peppa darf heute zum ersten Mal den Picknickkorb packen. Alles okay, Peppa? Ich will alle Spielsachen zum Picknick mitnehmen, aber sie passen einfach nicht rein. Brauchst du wirklich alle Spielsachen? Na gut, dann nehme ich nur meinen Teddybär mit. Dinosaurier! Und den Dinosaurier. Wundervoll! Denn wenn wir all deine Spielsachen einpacken, hat das Essen nicht mehr Platz. Was würdest du denn gern beim Picknick essen, Peppa? Oh, machen wir Spaghetti. Ich liebe Spaghetti. Spaghetti sind keine gute Wahl für ein Picknick. Wie wär's denn mit Sandwiches? Sandwiches liebe ich auch. Was ist euer Lieblingssandwich? Marmelade! Peppa, Schorsch und Oma Wutz machen Marmeladensandwiches. Brauchen wir sonst noch was für das Picknick, Peppa? Wir brauchen eine bequeme Picknickdecke. Kannst du eine suchen, Opa? Zu Befehl, Peppa. Oh nein! Beim Marmeladensandwich machen richtet man eine Sauerei an. Der Versuch, die Sauerei zu beseitigen, ging nach hinten los. Keine Sorge, man kann keine Marmeladensandwiches machen, ohne dabei zu kleckern. Peppas Sandwiches sind dreieckig. Tada! Die von Schorsch sind dinosaurierförmig. Hier ist eine Decke. Brauchen wir sonst noch was, Peppa? Wir brauchen Becher für den Orangensaft. Ja, gut gemacht, Peppa. Jetzt können wir losgehen. Das wird heute ein Riesenspaß.
Oh. Oh nein, es regnet. Picknicks machen im Regen weniger Spaß. Oh je, wir müssen unser Picknick im Freien leider verschieben, oh. Peppa. Oh. Aber wieso verlegen wir unser Picknick nicht einfach nach drinnen? Ja! Peppa hat das Picknick im Haus vorbereitet. Jetzt können wir picknicken, obwohl es draußen regnet. Und all meine Spielsachen sind auch hier. Picknick! Alle genießen Peppas Picknick. Und Peppa hat es liebend gern vorbereitet. Handspiel, das ist nicht erlaubt. Ups. Wieso pfeifen Sie, Frau Mümmel? Und was bedeuten diese Karten da? Ich bin Schiedsrichterin. Ich pfeife, damit alle hersehen. Wenn jemand einen Fehler macht, kriegt er eine gelbe Karte. Und wenn jemand Unsinn macht, kriegt er eine rote Karte. Oh, könnte ich das mal versuchen? Klar doch. Jetzt ist Peppa die Schiedsrichterin. Was ist los, Peppa? Dein Schuss eben war viel zu hart. Mandy kam gar nicht dran. Das ist doch kein Regelverstoß. Ich bin jetzt die Schiedsrichterin. Und ich sage, es ist einer. Oh je. Peppa ist gern Schiedsrichterin. Und ganz besonders liebt sie es zu pfeifen. Dein Schnürsenkel ist offen. Du lächelst ja gar nicht. Oh. Du wärst fast auf diese Blume getreten. Peppa findet unzählige Gründe, um abzupfeifen. Oh. Sie laufen zu schnell. Hui. Du schaukelst zu hoch. Oh. Wuff, wuff. Dein Eis hier schmilzt viel zu schnell. Vorsicht! Dürfen wir jetzt mal spielen? Ich möchte schießen. Papa Wutz und Frau Mümmel halten sich nicht an die Regeln. Oh, Schiedsrichterin! Diese Ente ist so süß. Schiedsrichterin Peppa! Peppa hat so viel Spaß, dass sie das Fußballmatch ganz vergessen hat. Ups. Peppa, das war falsch. So spielt man nicht Fußball. Du hast gerade ziemlich Unsinn gemacht. Dafür kriegst du jetzt auch eine rote Karte. Tut mir leid, Peppa. Ich schätze, wir haben es übertrieben. Ist schon gut, Papa. Aber jetzt bist du dran, Schiedsrichter zu sein. Das Auto ist viel zu schnell gefahren. Keine Sorge, daher ist es sehr wichtig, dass wir stoppen, gucken, horchen und immer erst beim grünen Männchen über die Straße gehen. Das grüne Männchen! Was haben wir gerade gelernt, Kinder? Stoppen, gucken und horchen. Alles klar, keine Autos. Gehen wir. Jetzt ist es sicher. Oh, hallo Papa. Hallo Peppa. Hallo Spielgruppe. Hallo Papa Wutz. Oh, es ist grün. Na dann, bis später, Peppa. Danke für die Hilfe, Polizeiwachtmeister Panda. Das war doch gar nichts. Peppa und Polizeiwachtmeister Panda achten darauf, dass alle die Straßenverkehrsregeln befolgen. Nein, nein, nein. Emily, du musst auf deiner Straßenseite bleiben. Tut mir leid, Peppa. Mein Rad klemmt fest. Wir helfen dir. Ta-tü-ta-ta-ta-tü-ta-ta.
So bleibt die Straße sicher für Autos und Fußgänger. Pedro hat nicht gemerkt, dass das Ampelmännchen rot geworden ist. Pedro, das rote Männchen bedeutet nicht gehen. Danke, Peppa. Das war doch gar nichts. Moment mal, Freddy sieht wie ein Räuber aus. Wir müssen den Räuber fangen. Ta-tü-ta, ta-ta-tü-ta. Oh, rot bedeutet, ich muss stoppen. Da ist er ja. Jetzt haben wir ihn. Freddy, siehst du wie ein Räuber aus, weil du auch ein Räuber bist? Nein, mir gefallen nur Streifen. Oh, also bist du kein Räuber? Nein. Oh, dann darfst du weiterfahren. Aber nicht so schnell. Okay, tschüss, Peppa. Au! Gut gemacht, Wachtmeisterin. Alle erinnern sich daran zu stoppen, zu gucken und zu horchen. Und sie gehen nur, wenn das Männchen grün ist. Das bedeutet, wir dürfen gehen. Das war doch gar nichts, Wachtmeister Panda. Peppa liebt es, alle zu beschützen. Und alle lieben es, sich sicher zu fühlen. Macht sich Peppa ein leckeres Frühstück. Wo sind denn die Cornflakes hin? April, April. April, April? Was ist das? Heute haben wir den 1. April. Heute bringen sich die Leute zum Lachen, indem sie einander Streiche spielen. Ich hab dich mit den Cornflakes reingelegt. Ich mag lustige Streiche. Spielen wir Papa einen Streich? Das ist eine tolle Idee. Papa Wutz liest gerade auf dem Sofa. Aber Mama Wutz und Peppa wollen ihm einen Streich spielen. Kannst du mir bitte die Brille da geben, Mama Wutz? Natürlich. Peppa und Mama Wutz spielen Papa Wutz einen Streich. Oh, danke. Echt seltsam. Mit dieser Brille sehe ich noch schlechter als zuvor. April, April. Oh, das ist ja eine Scherzbrille. Wirklich lustig. Aber ihr könnt mir heute keinen Streich mehr spielen. Dafür bin ich nämlich viel zu clever. Peppa spielt Papa Wutz noch einen Streich. Oh nein, ich kriege diese Chipsdose einfach nicht auf. Hilfst du mir bitte, Papa? Na klar, Peppa. Die haben mich aber erschreckt. April, April! Ich bin wieder reingefallen, Peppa. Gut gemacht. Willst du mir jetzt dabei helfen, Mama Wutz auch einen April-Scherz zu spielen, Peppa? Peppa und ihre Familie sind mit dem Abendessen fertig. Jetzt ist die Nachspeise dran. Peppa und ich haben einen leckeren Schokoladenkuchen gebacken. Nicht wahr, Peppa? Ja. Das ist aber nett. Er sieht köstlich aus. Da stimmt was nicht mit meiner Gabel. Versuch's mit deinen Händen. Peppa und Papa spielen Mama Wutz einen Streich. Oh. Hey, das ist gar kein Kuchen. Das ist ein Schwamm mit einer Glasur drauf. April, April. Oh, das war clever von euch. Da fällt mir etwas ein. Schorsch hat hier ein paar Kekse für dich, Peppa. Yeah, danke, Schorsch. Ich liebe Kekse. Oh. April, April. Peppa liebt den 1. April. Jeder liebt. Heute spazieren Peppa und ihre Familie zum Ententeich. Aber eine Metallschranke versperrt ihnen den Weg. Tut mir leid, der Weg ist gesperrt. Aber der Teich ist gleich da drüben. Es ist leider viel zu rutschig. Oh. Folgt
folgen Sie einfach den Umleitungsschildern mit den hellroten Pfeilen darauf. Es geht ganz schnell. Eine Umleitung ist, wenn man einen anderen Weg nehmen muss. Kommt alle mit. Das wird ein Abenteuer. Dann bis gleich, Enten. Hier ist es. Peppa hat den ersten hellroten Pfeil gefunden. Und noch einen. Aha. Und noch einen. Und noch einen. Aber das fünfte Schild ist umgefallen. Bitte, bitte aufwachen, Herr Schild. Keiner weiß, wie der Weg weitergeht. Gehen wir nach links oder nach rechts? Wer nach rechts geht, hat Recht. Oh, haben wir uns verirrt? Nein, haben wir nicht. Wir wissen nur nicht, wo wir sind. Wenn man nicht weiß, wo man ist, hat man sich wahrscheinlich verirrt. Oh. Schaut, eine Ente. Hallo, Ente. Entschuldigen Sie, Frau Ente. Wissen Sie, wo der Ententeich ist? Was haben wir doch für ein Glück. Bring uns hin, Ente. Das hier ist ein Entenpfad, Papa. Ab jetzt müssen wir alle so watscheln wie die Enten. Wir gehen jetzt zum Ententeich, wackel, wackel, pack. Dort machen alle Enten so quack, quack, quack. Wir gehen jetzt zum Ententeich, wackel, wackel, pack. Dort machen alle Enten so quack, quack, quack. Peppa und ihre Familie sind am Ententeich angekommen. Wir sind da! Yeah! Yeah! Ihr habt euch Zeit gelassen. Seid ihr froh, die Umleitung genommen zu haben? Ja, so hatten wir viel mehr Spaß. Und es war auch nicht rutschig. Peppa und Luisa Löffel bauen heute eine Kissenburg. Achtung, fall nicht auf die Burg. Hab's gleich geschafft. Gut gemacht. Jetzt dekorieren wir noch den Innenraum. Es fehlt aber noch etwas. Etwas zu essen. Mama. Was für eine schöne Kissenburg. Kriegen wir bitte etwas zu essen? Natürlich. Ich bin gleich zurück. Wartet hier auf mich. Stellen wir uns vor, dass die Kissenburg riesengroß ist. Oh. Fang, Peppa! Stellen wir uns vor, dass der Boden so stark federt, wie ein Trampolin. Quiek! Guck, wie stark er federt! Oh nein! Der Ball ist da drüben. Hüpfen wir ihm doch hinterher! Dieser Raum ist grün. Stellen wir uns vor, er ist matschig. Aber der Ball ist nicht hier. Ist er da drüben? Dieser Raum ist blau. Also stellen wir uns vor, er ist kalt. Da ist der Ball. Hurra! Lasst uns hinausgehen. Von wo sind wir reingekommen? Peppa, wo bist du? Wir finden nicht aus der Kissenburg. Ich hol euch da raus. Nein, Mama. Die Kissenburg ist zu klein für Erwachsene. Oh, ich passe überall durch. Mama Wutz steckt fest. Oh. Oh,
Mama, dein Gewackel lässt die Burg einstürzen. Tut mir leid. Puh. Nach diesem Fantasiespiel bin ich jetzt sogar noch hungriger. Ich hab dir was zu essen mitgebracht. Wir müssen es nur finden unter diesen Kissen. Ganz ruhig. Peppa hat heute ein Video gefunden von der Zeit, als sie ein Baby war. Ich habe als Kind laut geweint, nicht wahr, Papa? Ja, das tun alle Babys manchmal. Ach, da muss ich mit Schau schwanger gewesen sein. Schwanger? Was bedeutet das? Das heißt, da ist er noch in meinem Bauch gewesen. Oh, ich habe eine Idee. Was tust du da, Peppa? Schaut, jetzt habe ich auch ein Baby in meinem Bauch. Oh. Sehr gut, Peppa. So, was tun denn Menschen, die ein Baby im Bauch haben? Ich hatte damals oft Heißhunger. Heißhunger hat man, wenn man unbedingt etwas Bestimmtes essen will. Peppa entscheidet, dass sie jetzt auch einen Heißhunger hat. Ich habe Heißhunger auf Spaghetti. Peppa findet Heißhungerattacken köstlich. Das war wirklich lecker. Was passiert noch, wenn man ein Baby im Bauch hat, Mama? Nun, ich wurde damals schnell müde und nette Menschen haben mir dann ihren Sitzplatz überlassen, damit ich mich hinsetzen und ausruhen konnte. Hallo, Peppa. Ich habe ein Baby in meinem Bauch und ich bin wirklich müde. Überlass mir also bitte deinen Sitzplatz, Papa. Oh Gott, na klar, bitteschön, Papa. Und manchmal taten mir die Füße weh. Dann hat Papa Wutz mir die Füße massiert. Peppa gefällt die Idee einer Fußmassage. Papa, mir tun die Füße weh. Kannst du mir bitte die Füße massieren? Oh, verstehe, dann verlieren wir keine Zeit. Hohoho. Hier ein bisschen. Papa Wutz kitzelt die Füße mehr, anstatt sie zu massieren. Es passierte aber noch etwas, als Mama Wutz schwanger war. Was meinst du? Am Ende bekam sie ein Baby. Tante Wutz kommt mit Baby Alexander zu Besuch. Hallo Baby Alexander. Ich tat gerade so, als hätte ich ein Baby im Bauch. Aber jetzt kann ich so tun, als wärst du mein Baby. Echte Babys sind eigentlich wirklich laut. Ich denke, dabei hatte ich doch lieber mein Kissen. Hallo, alle miteinander. Peppa und ihre Familie besuchen heute ein Konzert von Madame Gazelles Band, die rockenden Gazellen. Ich sehe echt gar nichts. Ach, wie ist es jetzt? Hurra! Danke. Du meine Güte. Gerald Giraffe sitzt auch auf den Schultern seines Papas und versperrt so allen die Sicht. Oh, hallo Peppa. Hallo Sos. Gerald und sein Papa sind zur Seite gegangen. Jetzt haben wieder alle freie Sicht. Und zwei, drei, vier. Das Konzert macht allen riesen Spaß. Peppa und Papa Wutz tanzen zur schönen Musik. Macht es dir Spaß, Peppa? Ja. Macht es dir auch Spaß, Schorsch? Schorsch? Peppa und Papa Wutz sind unabsichtlich mitten in die tanzende Menge geraten. Wir werden euch bald finden, Mama Wutz. Was? Ich sagte, wir werden euch ganz bald finden. Aber hier sind keine Blinden. Viel Spaß, Schorsch. Oui, alle tanzen zur Musik. Es ist, als wären wir in einem großen tanzenden Schwimmbad.
Hier gibt es sogar einige aufblasbare Strandbälle. Getroffen! Gut gemacht, Peppa. Dankeschön, danke. Ups. Entschuldigung, Herr Bulle. Entschuldigung, Madame Gazelle. Keine Sorge, das passiert mir andauernd. Alles okay. Ich liebe Popmusik. Im Grunde erinnert mich das an mein nächstes Lied. 1, 2, 3, 4. Peach, Patch, Seifenblasen, fass du sie an, dann platzen sie. Peach, Patch, lass sie platzen, Seifenblasen, juhu. Peach, Patch, Seifenblasen, fass du sie an, dann platzen sie. Ihr habt uns entdeckt. Mama und Schorsch Wutz haben sich auch bis in die erste Reihe nach vorn getanzt. Madame Gazelle hat Peppa und ihre Familie eingeladen, zu ihr auf die Bühne zu kommen. Pitch, Patsch, Seifenblasen, fass du sie an, dann platzen sie. Pitch, Patsch, Seifenblasen, lass die Seifenblasen platzen. Juhu! Hurra! Alle finden Madame Gazelles Konzert super. Und alle lieben ganz besonders das Seifenblasenlied. Das ist so schwammelig. Peppa und ihre Spielgruppe spielen heute viele Spiele. Fühlt sich an wie Wackelpudding. Richtig. Das ist eine Banane? Wieder richtig. Schmeckt auch wie eine Banane. Du bist dran, Pedro. Aber ich will nicht etwas Schwabbeliges angreifen. Das macht doch nichts. Unsere schwabbeligen Dinge waren lecker. Oh, es ist kalt. Es ist aus Metall. Ist es ein Schlüssel? Genau. Gut gemacht, Pedro. Hurra! Es ist ein Schlüssel zu unserer magischen Kiste. Ihr müsst noch 2 finden, um den Preis herauszubekommen. Oh. Wo finden wir die anderen, Madame Gazelle? In unserem nächsten Spiel natürlich. Dies sind Piñatas. In ihrem Inneren befinden sich tolle Überraschungen. Wie kriegen wir die raus? Ihr brecht sie auf mit diesen Schaumstoffschlägern. Hurra! Sie ist voller Schnee. Meine auch. Geschafft, der zweite Schlüssel. Jetzt fehlt nur noch einer. Ich liebe das Spiel, übergib das Paket. Ich auch. Ich auch. Oh. Oh, ich dachte, ich hätte gewonnen. Das ist aber ein sehr, sehr langes Lied. Was ist los? Die Musik ist aus. Hurra! Peppa und ihre Freunde haben alle 3 Schlüssel gefunden. Jetzt können sie ihren Preis herausfinden. Du hast es geschafft, Peppa. Ihr habt das alle gemeinsam geschafft, Pedro. Peppa und ihre Freunde sind auf dem Weg zur Schaukel auf dem Spielplatz. Stopp! Oh. Gibt es ein Problem, Herr Bulle? Ich repariere gerade die Schaukel, Papa Wutz.
So, jetzt kann sie wieder absolut sicher benutzt werden. Peppa liebt es, auf der Schaukel zu spielen. Wollen Sie mit mir schaukeln, Herr Bulle? Oh. Es macht Spaß. Ich? Warum nicht? Immerhin ist sie ja jetzt repariert. Wie, uff. Wow, das war lustig. Wie kommst du jetzt wieder runter? Wenn Sie nach oben gehen, dann kommt Peppa wieder runter. Oh, etwa so? Herr Bulle steckt am unteren Ende der Schaukel fest. Herr Bulle ist ein Erwachsener und Peppa ist klein. So geht die Schaukel nicht rauf und runter. Es braucht etwas Schweres auf Peppas Seite. Verflixt, woher weißt du das? Ich bin ein Schlauberger. Alles klar. Peppas Rucksack wird sie schwerer machen. Wir sind im Himmel bei den Wolken. Herr Bulle steckt immer noch am unteren Ende der Schaukel fest. Ich schätze, es macht auch Spaß, unten zu sein. Hier hat man einen tollen Blick auf das Gras. Es muss ein zweiter Erwachsener mit Herrn Bulle spielen. Miau. Ich frage mich, wo wir noch einen Erwachsenen finden können. Du bist erwachsen, Papa. Oh ja, das bin ich. Ich werde mit Herrn Bulle spielen. Yay! Wow! Papa Wutz und Herr Bulle sind beide erwachsen. Deshalb ist die Schaukel jetzt im Gleichgewicht und geht rauf und runter. Stopp! Macht es Ihnen denn keinen Spaß, Herr Bulle? Mir macht es einen Riesenspaß. Ich will nur die Aussicht genießen. Okidoki, weiter geht's. Hoch bis zum Himmel. Hallo Sonne. Hallo Gras. Hallo Wolken. Hallo Peppa. Heute ist Pfannkuchentag in Peppas Spielgruppe. Das ist Eiscreme. Können wir Pfannkuchen auch mit anderen Mustern machen? Ja, können wir. Wir brauchen dazu nur mehr Pfannkuchenteig. Ja! Peppa gibt Mehl in eine Schüssel. Molly Mietze gibt ein Ei dazu. Wow! Klausi Kleff gibt Milch dazu. Und Luzi Locke rührt die Mischung gründlich um. Madame Gazelle gibt Lebensmittelfarbe in die Teigmischung, damit man danach bunte Pfannkuchenmuster zeichnen kann. Jetzt können wir in der kalten Pfanne das Muster zeichnen, das wir wollen. Danach backen wir den Pfannkuchen. Gibst du etwas mehr Rosa dazu, Luzi? Und etwas mehr ihr drüben. Wow! Was ist das? Was zeichnen Sie da, Madame Gazelle? Du wirst schon sehen. Jetzt wird die Pfanne sehr heiß werden. Ihr müsst für diesen Teil etwas zurückgehen, Kinder. Alle ab! Oh, Peppa! Das bin ich! Der Pfannkuchen sieht genau wie Peppa aus. Ich bin Peppa Pfannkuchen. Und ich bin richtig lecker. Machen wir als nächstes einen Regenbogen? Natürlich gern. Juhu. Peppa und ihre Freunde geben die einzelnen Regenbogenfarben dazu. Rot, orange, gelb, grün, blau. Och. Ich hab den Regenbogenpfannkuchen zerstört. Nein, das hast du nicht. Aus dem vielen Blau ist ein schöner blauer Himmel geworden.
Im Urlaub. Machen wir den größten Pfannkuchen auf der Welt. Hurra! Mit Backpulver werden die Pfannkuchen am fluffigsten. Es reicht schon ganz wenig. Madame Gazelle hat aber viel Backpulver dazugegeben. Der Pfannkuchen wird immer größer. Oh, das hier können wir wohl nicht essen, Kinder. Aber es ist ein super Trampolin. Peppa liebt den Pfannkuchentag. Jeder liebt den Pfannkuchentag. Peppa und Luzi Locke haben beschlossen, ihre Kleidung heute andersrum zu tragen. Mach's gut, Luzi. Wiedersehen, Peppa. Oh. Peppa, Luzi, warum tragt ihr eure Klamotten andersrum? Und warum geht ihr denn rückwärts? Na ja, weil heute ist Rückwärtstag. Man sagt alles und macht alles rückwärts. Nein, tun wir nicht. Dann viel Spaß. Den haben wir nicht. Peppa und Luzi Locke spielen im Garten Fangen. Und zwar rückwärts. Hab dich, du kriegst mich nicht. Es ist sehr schwer, Spiele rückwärts zu spielen. Wo bist du hin, Luzi? Ich komme. Ich hab's. Lass uns rückwärts im Park spielen. Herr Bulle findet es sehr verwirrend, dass Peppa und Luzi Locke rückwärts laufen. Guten Morgen. Warum gehen wir rückwärts? Es ist Rückwärtstag. Wir machen heute alles rückwärts. Ist echt schon wieder Rückwärtstag? Dann suche ich besser meine Rückwärtsbohrer. Ups, tut mir leid. Peppa und Luzi Locke spielen am Rückwärtstag nun zusammen im Park. Rückwärts zu schaukeln fühlt sich gleich an wie vorwärts. Aber nicht alle Spiele machen rückwärts gleich viel Spaß. Das ist rückwärts. Nein, das ist rückwärts. Spielen wir rückwärts Frisbee. Fang! Wer von euch hätte gern ein Eis? Yay! Ups, wir meinen nein! Ich sehe, euch macht der Rückwärtstag Spaß. Ich esse mein Eis jetzt rückwärts. Ups. Umgekehrt ist nicht ganz dasselbe wie rückwärts. Das ist alles sehr verwirrend. Ich schätze, der Rückwärtstag ist jetzt wohl vorbei. Peppa und Luzi Locke hatten Spaß am Rückwärtstag. Aber sie sind froh, dass jetzt wieder alles normal ist. Wer ist bereit für einen Abenteuerausflug ans Meer? Hurra! Peppa und ihre Familie machen heute einen Ausflug. Oh Jemine, ich habe wohl vergessen, das Auto aufzutanken. Kein Problem. Dann fahren wir mit dem Zug zum Strand. Hurra! Peppa und ihre Familie nehmen einen Zug zum Strand. Oh, Fahrkarten bitte. Wir fahren heute zur Küste. Und Mama hat das Auto nicht aufgetankt. Wie aufregend. Ich liebe es an der Küste. Ich denke, es ist Zeit fürs Mittagessen. Peppa, suchen wir den Speisewagen. Ja! Papa Wutz und Peppa gehen durch die Waggons zum Speisewagen. Es ist sehr wackelig. Oh, dieser Waggon muss für Passagiere sein, die schlafen wollen. Wir müssen ganz leise sein.
Dieser Waggon muss für Personen sein, die im Zug spielen wollen. Wow! Hallo Klausi! Hallo Gerald! Juhu! Oh, das hier muss der Kinowagen sein. Verzeihung! Peppa und Papa Wutz haben den Speisewagen gefunden. Dieser Waggon muss für Personen sein, die unterwegs essen wollen. Ist das dein Magen, der knurrt, Papa? Der Zug hat leider eine Panne. Oh je, Mini, dann müssen wir den Bus nehmen. Peppas Familie wartet jetzt auf den Bus, der sie zum Strand bringen soll. Alle einsteigen! Nächster Halt ist der Strand. Hurra! Der Bus hat eine Panne. Oh. Es hat wohl wieder jemand vergessen aufzutanken. Wie sollen wir es jetzt zum Strand schaffen? Na ja, wir gehen zu Fuß. Der Strand ist gleich den Hügel runter. Das war die tollste Reise zum Strand überhaupt. Ich bin schon gespannt, wie wir später wieder nach Hause kommen. Heute bewundert Peppa die Blumen in Opa Wutz Garten. Gesundheit, Peppa. Was ist all das gelbe Zeug da, Opa? Das nennt man Pollen. Bienen verstreuen ihn im Garten und helfen damit, den Blumen zu wachsen. Oh, danke, dass du den Blumen hilfst, kleine Biene. Vorsicht, Peppa. Du solltest die Biene hier bloß nicht anfassen. Aber warum, Opa? Sie ist so flauschig und süß. Der Grund ist, dass du sehr groß bist und die Biene ist dagegen sehr klein. Deswegen könntest du ihr Angst machen und Bienen stechen manchmal, wenn sie Angst haben. Sie stechen? Ja, daher musst du mit Bienen sehr sachte umgehen und du musst ihnen ganz, ganz viel Raum geben. Manch einer ist sogar gegen ihre Stiche allergisch. Oh. Peppa weiß nicht recht, ob sie Bienen immer noch mag. Aber Bienen sind im Grunde genommen sehr, sehr nützlich und wirklich gut für die Welt. Nur dank ihnen haben wir Honig. Ich liebe Honig. Bienen machen Honig in Bienenstöcken. So wie diesem da. Kann ich sehen? Kann ich ihn mir ansehen? Moment mal. Der Bienenstock ist voller Bienen. Ihr müsst euch also erst umziehen. Tada! Ich meine, Sumsums. Peppa, Schorsch und Opa Wutz tragen eine besonders dicke Schutzkleidung, die ihren Kopf, ihre Hände und ihren Körper vor Bienenstichen schützt. Fantastisch! Opa Wutz zeigt Peppa und Schorsch einen Teil seines Bienenstocks. All die vielen Bienen leben in diesem kleinen Haus? Ja! Und in dem Haus machen sie ganz leckeren Honig. Bienen arbeiten immer im Team. Sie sammeln gemeinsam Nahrung und beschützen sich gegenseitig. So wie ich und Schorsch. Wir sind wie die Bienen und Hummeln. Summ, 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 summ. Was passiert mit dem ganzen Honig, den die Bienen machen? Na, wir geben ihn in Gläser, wie in dieses hier. Opa Wutz gibt den frischen Honig in ein Konservenglas. Und dann machen wir damit leckere Honig-Sandwiches zum Mittagessen. Yay. Das ist das beste Sandwich aller Zeiten. Danke, kleine Biene. Peppa liebt Honig-Sandwiches. Und Peppa liebt Bienen, weil sie so viel Gutes tun. Peppa und ihre Familie wollen mit Baby Alexander mit dem Riesenrad fahren. Aber er ist nicht sehr glücklich. Was?
Es stinkt hier so. Pfui, es ist Baby Alexander. Er braucht eine neue Windel. Aber wir stehen ganz vorne in der Schlange für das Riesenrad. Oh, haltet euch lieber alle die Nase zu. Oh, dieses Riesenrad stinkt. Fürchterlich. Tut mir leid, Peppa, aber wir müssen uns jetzt um Baby Alexander kümmern. Wir helfen ihm jetzt und spielen dann später. Ja, Baby Alexander braucht unsere Hilfe. So gefällst du mir. Machen wir uns jetzt auf die Suche nach einem schönen Wickeltisch. Oh, schon besser. Nicht hier? Oh! Oh! Nicht hier! Definitiv nicht hier! Oh! Gut gemacht, Peppa. Wir haben den Wickeltisch gefunden. Zuerst entfernen wir die schmutzige Windel. Die landet dann im Müll. Wo ist die Mülltonne? Sie ist hier, Papa. Jetzt waschen wir uns die Hände. Dann noch etwas Creme. Ups, entschuldige, Peppa. Jetzt legen wir ihm eine saubere Windel an. Kann ich das bitte machen, Papa? Natürlich, Peppa. Da hast du's. Alles wieder gut. Das war ein Riesenspaß. Ich habe niemals zuvor eine Windel gewechselt. Du hast das sehr gut gemacht, Peppa. Aber weißt du, was sogar noch mehr Spaß macht, als Windeln zu wechseln? Das Riesenrad!